Und einen wunderschönen guten Morgen, liebe Leute. Wir sind hier gerade am Düsseldorfer Flughafen und auf dem Weg nach Stockholm. Ja, Check-in verlief soweit reibungslos. Es ist alles gut gegangen. Wir hatten vorher eine super geile Nacht im Maritimhotel beim Flughafen. Die erste Übernachtung im Flughafenhotel war sehr, sehr nice. Jetzt gehen wir noch zum Gate und da geht auch schon der Flug und dann mal gucken, wie der erste Flug mit der Kleinen wird. Und wir freuen uns natürlich schon mega auf Schweden. So Leute, Stockholm, Flughafen angekommen, haben gerade schon unser Gepäck geholt und da ist mir natürlich direkt ein Missgeschick passiert. Das muss ich auf dem Rückflug erstmal abgeben wieder. Ist eigentlich Namis Gurt und tja, na. Jetzt geht es noch weiter, 4 Stunden Zugfahrt und dann sind wir endlich in Sundsvall angekommen. So Leute, der nächste Teil der Reise ist geschafft. Wir sind jetzt im Zug nach Sundsvall. Wir fahren jetzt circa 4 Stunden mit dem Zug, bis wir dann endlich angekommen sind. Und unterwegs haben wir auch den Ostwestfälischen Volkskrankenkreis Gläubige Salzkotten. Den was haben wir aufgefangen? Ich komme da nicht drauf aufs Video, ich sag's dir nur vor. Habt ihr gehört? Aber ich komme nicht aufs Video. Das ist ganz, ganz klar. Volkstanzkreis Ostwestfälisch von Salz. Falsch. Sag es richtig. Ostwestfälischer Volkstanzkreis Gläubige Salzkotten e.V. Okay. So. Oh, sorry. Die haben wir gerade aufgesammelt oder wir haben die getroffen am Flughafen noch. Und mit denen fahren wir jetzt nach Sundsvall, weil da gibt es Wachs. Hoffentlich aus auf der Gabel. Da wartet eine andere schwedische Tanzgruppe auf uns, die uns eingeladen hat. Und ich hoffe, da geht es dann ab wie im Film Titanic im Bereich der armen Menschen, wo sie dann alle auf dem Tisch tanzen und Musik spielen und sich betrinken. Ne? Hoffentlich. Was denkst du? Sehe ich ähnlich. Okay. Hoffentlich Titanic und untergehen. Ich hoffe auch, dass viel Eis involviert ist. Okay. Aber wir passen alle auf die Tür. Es muss keiner ertrinken. Alles klar. Fun. Ich muss das jetzt hier trinken, Leute, als Begrüßung vom Tanzkreis. Darf ist das Verb. Aber ich darf es trinken. Eigentlich werde ich gezwungen. Ne? Und es sieht schon offen aus. Ich weiß nicht, was sie damit gemacht haben. Ne? Ich traue hier niemanden. Aber die Bedingung war, dass ich dann auch den Vlog hochladen kann mit Jenny und Nami drauf. Das ist eine Lüge. Das ist keine Lüge. So, Prost. Alter, das kann ich doch nicht in einem runtertrinken. Nein, kannst du nicht. Aber kannst du auch 2 Stücke nehmen. Uff, ey. Spitzenkamera. Herzlich willkommen. Nimm's wieder mit. Danke. Boah, Ida, stinkt ja eklig. Da ist wieder viel. Nein, das ist so ein bisschen Jägermeister. Oh, das ist wirklich eklig. Ich muss mal riechen. Ich rieche es gerade hier schon. Oh. Oh, Leute. Das ist ja voll die Farsche. Das sieht aus wie Kirsch. Oh. Die da vorne. Ich hätte ich jetzt auch gemacht, glaube ich. Jetzt läuft mir alles im Mund zusammen.
Hauptsache, es ist für den Nachbarn festgehalten. Danke. Ja, herzlich willkommen, ne? Ja. Oh Gott. Wer das getrunken hat, ist vereint mit ihm. Oh. Leute, das kann eine Fahrt werden. So Leute, wir sind bei unseren Gasteltern angekommen und es ist wirklich ein fantastisches Haus am See. Ich werde wahrscheinlich auch mit dem Gastvater erstmal schön an dem See auf Hechtangeln gehen. Ich freue mich schon mega drauf. Ansonsten gehe ich allein, ich muss auf jeden Fall ausprobieren. Vielleicht gehe ich auch in dem See schwimmen. Mal gucken, ihr werdet es sehen. Jetzt sind wir gerade dabei, uns mit der schwedischen Tanzgruppe zu treffen. Und auch das wird bestimmt ein mächtiger Spaß. Haben uns ja am Bahnhof schon musikalisch empfangen, was auch sehr, sehr geil war, muss man wirklich sagen. Und hab dabei diese Aussicht entdeckt, Leute. Hab dabei diese Aussicht entdeckt, was insane ist. Ich werde Nami jetzt noch ein bisschen in den Schlaf schaukeln und in den Schlaf langweilen. Und danach gehe ich auch zu den Schweden und gucke, was da so angeht. Vielleicht gibt es was Leckeres zu essen. Vielleicht gibt es einen schönen Abend. Ne? Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Bisher war der heute erste Tag schon allein richtig geil. Jonathan, los, sag was Schönes. Was soll ich denn sagen? Na, was sagst du sonst immer? Löchen. The best song in the world, I call it. The best song in the world. Thank you, thank you. Okay. You are a better player if you close the eyes. Oh yeah. Hey, das Licht ist ausgegangen. Ach, das ist okay. Das war schon ein I thought we were going home. Thank you, thank you, thank you. Far too kind. Oh man. I like it really. But, thank you.
Tanzen geht und dann ist wieder Holland in Not. Sag bloß, ihr seid aufgeregt. Schweden in Not. Ja, liebe Leute, wie ihr schon mitbekommen habt, heute hauptsächlich 100-Jahresfeier. Ne? Tanzen, 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 alles mit viel Tradition und mit viel Stil. Sehr, sehr schön. Viele verschiedene Länder dabei, Schotten, Schweden, Deutsche. Ne? Richtig, richtig. Und jeder hat so einen verschiedenen Tanzstil auch. Ne? Ich denke, ihr habt eigentlich alles gesehen, was ich euch aufgenommen habe mit Tanzstilen. Ich habe jetzt nicht komplett jeden Tanz aufgenommen, aber es ging auch einfach nur darum, mal einen Eindruck zu gewinnen. Ich wollte jetzt auch nicht die ganze Zeit mit der Kamera stehen und draufhalten. Aber richtig nice. Jetzt sind wir hier gerade beim Galaabend. Ich bin jetzt gerade nochmal mit Nami draußen. Habe hier nochmal so einen kleinen süßen Garten gefunden, den ich euch hier gerade nochmal zeige. Einen Augenblick. Hier. Und den Galaabend gab es jetzt gerade Dessert, da bin ich aber gerade losgegangen. Essen war schon mal fantastisch und dann finden viele Reden statt, viele Tänze. Da wird noch gefeiert heute bis in die Nacht hinein. Und mal gucken, wie lange wir machen, wegen der Kleinen auch und so, mal schauen. Ne? Auf jeden Fall, dieser schwedische Tanzverein, sag ich jetzt auch mal, ist auf jeden Fall 100 Jahre alt geworden und das wird im Grunde genommen gefeiert, falls das vielleicht untergegangen ist. Ne? Okay, everybody. Now we have the best magician of Sweden in here. Pick a card. Okay. Edward, pick a card. Edward, 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 pick a card. Can I look at it? Yes. Show it to the camera. On the top. Mm-hmm. And do you remember the card? Yes. Whisper it to the little friend. Okay, okay. I said it in Swedish. Okay. And you tell it in German because he talks German as well. Okay. Did it. Okay. So you're gonna look through the card, you're gonna look at every card, memorize the order. Mm-hmm. Yeah, he did. Yeah, he knows the order of all the cards. Yeah, he told me he does. So now we're gonna pick it up. Okay. Mm-hmm. That looks like it went horribly. What the? So. Kabambo! Okay, that was awesome. That was really awesome. Thank you. I did nothing. I did nothing. He did everything. Yeah. I told you. The best magician in Sweden. Edward, what we are doing now? In Swedish. Nu ska vi dra upp till skogen och så ska vi ta det lugnt, relax. Ska vi göra lite eld och laga en lunch, kolbullar. Ja. Yes. Say cheese. Sun is coming up, are you ready to go? We can take a ride, we can take it slow. Your will is my law, I'ma let you be the boss, 'cause I'll go where you go. Und einen wunderschönen guten Tag, Leute. Wir sind hier gerade am dritten Tag in Sundsvall und heute heißt es, einen Tag lang mit den Gastfamilien verbringen. Und nach dem Frühstück sind wir jetzt schon direkt an einen, ich sag mal, an einen paradiesischen See gefahren. Hier werden wir ein bisschen gleich ein Feuer machen und hier Mittagessen vorbereiten. Und dann werden wir später wieder zurückfahren und dann mit dem Boot raus auf den See Vikan und dort auf jeden Fall angeln. Gestern waren wir noch auf der 100-Jahres-Feier, die war auch ganz nice, haben sehr gut geschlafen
Und ich bin jetzt schon der Rekordhalter im Moskitos töten. Ja. Ich zeige euch jetzt ein paar Bilder vom See und dann werde ich noch ein paar Eindrücke vom Feuer machen. Albin kommt gleich auch noch vorbei, der Magier, den ihr gesehen habt gestern. Und ja, ich freue mich auf diesen geilen Tag, Leute. Oh Leute, da bin ich gerade Quad gefahren, Leute. Quad, das Ding da, ihr wisst geil, vom Lake zurück. Und oh yo! Das ist nice. Wie Edward mich in die Distel reingelockt hat, ne? Das könnt ihr dann sehen. Übelst nice, hat übelst viel Spaß gemacht. Offroad mit dem Ding zu fahren. Hat am Anfang ein bisschen Schiss, aber dann bis maximal so 50 Stundenkilometer. Ein bisschen höher, ich glaube 53, 54. War auf jeden Fall sehr, sehr nice. So Leute, das war's. Der letzte Tag hier in Sun 2. Wir haben gerade noch lecker gefrühstückt. Es gab noch ein bisschen Fisch, den wir gestern gefangen haben. Und waren wirklich super schöne Tage. Auch mit dem, mit dem Tanzkreis, mit dem Tanzverein von Jenny, was spitzenmäßig, mit den Auslandsgruppen, was spitzenmäßig. Hier am See mit der Familie von Edward, hammermäßig. Der See war eine super Location. Und auch alles, was wir drumherum gemacht haben, das Wildkochen im Wald, das Angeln mit dem Boot draußen, dann mit dem Offroad, mit dem ATV zu fahren, war auch einfach hammergeil. Dann die ganzen Aktionen mit dem Tanzkreis, haben wirklich viel Spaß gemacht. Die Leute waren alle super nice und als nächstes Ziel heißt es dann jetzt Stockholm. Wir werden jetzt wieder 3,5 Stunden zurückfahren mit dem Zug nach Stockholm. Wir werden da ein paar Tage verbringen und dann mal gucken, was uns da so erwartet. Ja. Jedenfalls erstmal Abschied nehmen und dann uns auf den Weg zu machen. Ne? War eine wirklich schöne Zeit mit Erfahrungen, die ich soweit erstmal nicht mehr vergessen werde. Spitzenmäßig. Pst.